Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Feed the Beast mit mir, dem McFly, der Anonymous und auch dabei der Gorobai. Der bestaussehendste, hübscheste, tolleste und Quarrel hat gefunden, das ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Bescheidenste. Ich bin niemals bescheidenste, ja, höchstens. Hat er nicht gesagt. Bescheuert? Bescheuertste? Wieso leckt denn das für mich? Die man gegen den Kopf werfen kann. Gut. Oh, weißt du, jetzt hast du es wieder geschafft, jetzt heult er wieder. Wer einmal pro Tag jemanden zum Heulen bringt, das ist meine Devise. Check. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein bisschen weiter an meinem Turm gearbeitet und er ist gerade ein Gerippe. Weil ich mir dachte, jetzt wo ich endlich mit dem oberen Gerippe Stockwerk zufrieden bin. Deiner einzigen Pracht. Muss ich ja mal, Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Ja, na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Das war auch alles, was wir euch sagen wollten für heute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt Let's Play Feed the Beast Unleashed. So sieht's aus, Leute. Hab ich das da so gemacht? Ja. Das macht mich etwas nervös hier. Ist mein Flugdings ist so schnell. Es ist so schnell. Es ist so schnell. Es ist so schnell. Es ist so schnell. Unlimited Power. Unlimited. Bodenpop. Kaubin. Bodenpop. Sattel. Bodenpop. Lapis Lazuli. Lapizli Luli. Was? Ja, genau, Max. Das wollte ich sagen. Lieblich. Kennt es nicht, das gute alte Hab ich das da auch so? Nimm alle Konsonanten aus Lapis Lazuli. Ach, Maxi. Du bist ja schon süß irgendwie, ne? Dieser Max kriegt auch die meisten Zuschriften von weiblichen Fans, ne? Kann man an der Stelle ja mal sagen. Oh yeah. Oh yeah. Kriegt er? Hat er mir erzählt zumindest, schon. Ne? Also da es keine gibt, kann man da ja alles behaupten. Keine weiblichen Fans? Oder? Keine weiblichen Fans? Nein, das habe ich nicht behauptet, aber keine weiblichen Fanpost. Also keine Fanpost. Ja, also... Der kann den Fanpost kriegen, das war gelogen. Hier übrigens auch unser Postfach nochmal eingeblendet. 55100 Mainz. War das denn nochmal? Ja, Kika früher. Echt, war das? Ja, war das? Auch schon. 55100 Mainz. Da kommt man immer die Zeichnung hinschicken von seinen komischen... Ja, genau. Kindern, die so eine wunderschöne Sandmann-Zeichnung gemacht haben. Seinen komischen Kindern. Ja. Ich finde alle Kinder komisch, also nicht im positiven Sinne. Es ist so schön, dass du keine Kinder kriegst. Ja. Wobei, ich glaube, Anne kriegt später noch ein paar Kinder. Ja, weißt du, vielleicht noch so aus Angst dann, ne? Wenn plötzlich so der Selbsterhaltungstrieb des Menschen so in mir durchkommt und ich dann so denke, also ich höre dann so die biologische Uhr ticken, ne? Und dann. Genau. Die haben ja Männer zum Glück nicht. Nee, weil da geht das bis ins hohe Alter. Außer man wird durch einen tragischen Unfall verstümmelt. So wie es zurzeit in den Kinos zu sehen ist. Was? Kennt ihr nicht den Film Vaterfreuden? Klingelt nix? Nee. Ja, da wird er von einem Frettchen verstümmelt. Ein Frettchen. Tore, schafft dir kein Frettchen an. Fuck. Nein! Das war mein Lebenstraum, von dem ein Frettchen haben. Das ist nur mein Jugendtraum. Ein Jugendtraum? Nee, das ist doch mein Jugendtraum! Oh, das lag gerade so hart, weil ich meine neue Gegend erkunde, das ist so übel. Ach. Und ich wundere mich hier. Ich wundere mich auch, warum ich die Sachen nicht abbauen kann. Max! Ich muss hier gerade ein bisschen abkühlen, ich bin in einer riesigen Wüste. Da müssen zu Fuß laufen.
Nicht mal das, weil durch das Speedboost wird er trotzdem mega warm. So, jetzt fliege ich. Also spazierst du jetzt so ein bisschen. Ja, ich fliege gerade zurück. Ah, Berg! Du, au! Oh nein, ein Berg! Ja, wenn plötzlich so ein Berg vor dir auftaucht. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, zumindest die Zuschauer von Kaffeebecher LP, ob sie später, wenn Max ja bald seinen neuen PC kriegt, auch mal seine Sicht sehen wollen. Meine Güte, ich kann den Kürbis nicht abbauen hier. Ja, es liegt aber nicht mal an mir. Ich bin mittlerweile in Gefilde, die mir bekannt sind. Also wollt ihr auch mal Maxis Sicht sehen? Nicht Maxis Gesicht, sondern... Nicht Maxis Gesicht, sondern mein Gesicht werdet ihr auch sehen bekommen. Ich werde auch eine Webcam kaufen. Bitte tun uns das nicht. Facecam. Und Facecammen mit Dorre und Anne. Bitte nicht. Alle mit Facecam? Anne mit Facecam. Alle mit Facecam. Alle. Es gibt da draußen Kinder. Gerade deswegen. Oh nein! Gerade deswegen? Du meinst, du hast ein kinderfreundliches Gesicht, oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Alter Schwede. Oh, besser. Aber Albträume entstehen auch nicht aus nichts, ne? Oh, hat man das gehört? Arbeitest du bei der Monster AG? Nein, hat man nicht gehört, Tore. Monster AG. Max arbeitet jetzt bei der Monster AG. Ja, zufrieden. Da kam Hirn mit, oder? Wir dachten, jetzt muss er erstmal aufräumen. Ich muss da alles mitkommen. Ich muss erstmal aufwischen. Sondern nicht vorne und hinten alles gleichzeitig rauskam. Das wollen wir gar nicht wissen. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Well. Lass mich doch in Ruhe. Nein! Und texte mich nicht zu. Das ist Maxi, von dem ich gar nichts wissen will. Oh Maxi. So, Freunde der Nacht, ich muss jetzt leider hier mal. Hast du kein Gewissen? Ja, dann kannst du dich verpissen. Oh Maxi, wie ihr seht, habe ich nicht mehr so viel Energie. Und ich kann das auch nicht aufladen, das Jetpack. Darum muss ich mir etwas klitzekleines einbauen hier. An dieser Stelle grüßen wir Urban Hugo, das werdet ihr zwar nicht sehen, aber er hat mich gerade bei Steam angeschrieben. Oha, hi Abby. Immer dieser Urban Hugo. Immer dieser Urban Hugo, wie konnten wir uns darauf einlassen, dass das verstehe ich auch nicht, ne? Hätt's mal so unter uns gesprochen, ne? Was habt ihr euch damit angetan? Ist das nicht... Die Frauenquote muss da aufrechterhalten werden. Ach so, ja, okay. Das seems legit. Da. Gut, dass da jemand vorgearbeitet hat. Ich glaube, das war sogar ich. Im Zweifelsfall war das ich. Was macht ihr da? Glowstone? Redstone? Ich verfolge Tore. Achso. Schon eine ganze Weile. Ich möchte jetzt das tun, was Conny gesagt hat, dass man das hier vielleicht rausnehmen kann. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Was möchte er? Was ist passiert? Beide so. Und ich habe keine Ahnung, was ihr gerade macht. Das ist irgendwie. Ein Wunderwerk der Technik. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Was ist denn passiert? Anne, bist du mit deinem Turm? Ach nee, bist du mit dem Lagesystem, ne? Ja. Kann man damit einfach alles nehmen? Ich glaube ja. Oh, wie cool. Es buggt halt nur so ein bisschen, weil der Block halt vor meiner Fresse rumfliegt. Ja, ich sehe es. Wo bist denn du? Ach, da oben. Kommst du raus? So, komm mal hier in den Vorraum. In den Vorraum? Was ist das? Das ist ein Holzklotz. Und warum hast du den da so in der Hand? Ach, das ist ja wie bei Portal. Der hat den Graphic Gun. Ja, was ist da jetzt der Vorteil von? Hey! Das ist ein Nachteil. Ja, der Vorteil... Auch das Hühnchen? Auch das Hühnchen? Das Hühnchen? Wo ist das denn? Da. Das wirkt ein bisschen hilflos. Wo bist du? Ich bin nicht mal Falldamage.
Es ist zerplatzt. Kann man alles anheben? Warte mal. Nein, uns kannst du nicht anheben. Ach, und Conny meinte, wir können damit die Rubberbäume effektiver machen, indem wir da nur so... Effektivität steht ja nur im Vordergrund. Genau. Hirn, ich verpiss mich mal vom Kanal und lass alles stehen und liegen. Wir wollen ja mal nicht sticheln, ne? Nein, nein, ich stichle nicht. Ich sag so, wie es ist. So, Glowstone? Kann gar nicht. Oh, die Schallplatte ist richtig scheiße, Tore. Die Schallplatte ist geil. Raus. Voll nö. Hab ich schon wieder vergessen hier. Wie war das voll jetzt? Voll nö. Einfach nur voll nö. Nee. Glowstone in der Mitte, Redstone. Redstone. Sticky Pisten, Enchanted. Wiring. Und so irgendwie, ne? Oder wie war das? Ja. Du kannst die Cushion Pages. Perfekt. So. Dafür brauchte ich nämlich noch was. Was machte man nochmal mit der Frying Pan, die wir haben? Mit dem aus dem Twilight Forest? Mit der King Slime Frying Pan? Servomotor, so. Genau. Weiß ich gerade gar nicht. Interessant. Ja. Servo. Oh. Eisen. Ach, ich habe ja hier ganz viel gebrannt. Eisen, Kupfer. Gibt es gar keinen Zoom-Knopf? Zoom? Zoom. Nee, Zoom nicht. Das ist eine Mod, die nicht bei vielen wie ist das. No. Kronki hatte immer in seinen Let's Plays. Ja, finde ich, würde ich jetzt auch ganz vorteilhaft, wenn einfach mal so zu klicken und dann sieht man da hinten, wie Tor da hinten rumfliegt. Was wie macht man denn nochmal die Wirings? Ich mach das. Die kann man immer gebrauchen. Kaputt gemacht hat. Achso. Carpenter. Redstone und Gold Cable. Gold. Da, guck mal, haben wir noch jede Menge von. So, ein paar Gold Cables. Gold Cables. Gold Cable. So. Gold Digger. He's a gold digger. Way all the town. So. So, was machen wir als nächstes? Was verunstalten wir als nächstes? Ich weiß es, ich weiß es. Das war auch kein Bauwerk, ne? Das macht dich natürlich immer zu so einem potenziellen Gefahrenherd. Das ist richtig. Wir brauchen ja im Prinzip 4 davon und jetzt habe ich... Also Maxi, ich um nochmal so, einfach nur so ein bisschen privaten Schnack hier reinzubringen, ne? Hä? Ich habe ja gestern Total War gespielt, The Rome, und ich muss sagen, bin... Nicht. Ja, es ist. Hat so Vorteile. Also Total War habe ich ja schon ein bisschen angetestet. Und Total War fand ich persönlich bis jetzt tatsächlich eigentlich ganz interessant, das, was ich gespielt habe, dieses Rome Total War 2. Ja. Aber ich habe es noch nie wirklich so lange ausprobieren können, von wegen, ich habe angefangen und habe eine Kampagne durchgespielt. Aber das hatte ich ja gestern gemacht. Das Tutorial halt hast du durchgespielt. Was ja schon eine gute Kampagne ist. Du hast dieses Scheiß-Tor gespielt und hast es noch nicht gespielt. Wer? Du. Ja. Aber das war zu dem Zeitpunkt auch nicht so teuer. Ich hab's ja im Angebot gekauft. Ach so. Weil ich hab, glaube ich, hab das gestern auch für irgendwie 11 Euro oder 12 Euro gefunden. Und dachte ich mir... Ich kann es dir... Ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich ganz ehrlich, ich werde mir sowieso irgendwann holen oder hier, sobald ich meinen neuen Rechner habe wahrscheinlich. Einfach damit ich... Mein Rechner auch ein bisschen belasten kann. Ich will was sagen, also, die Folge ist zu Ende. So? Ist das echt schon? Ja. Okay. Ja. Können wir das so doch einigen? Fast. Wir wollten doch pünktlich werden und so. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schalt das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt Let's Play auf dem Kanal von Kaffeepech 8. Ja, und hier sind wir alle voll gelangweilt und voll motiviert. Und wir sind hier total motiviert. Max, wo hast du meine CD hingelegt? Es lädt sich auf. Seht ihr das rechts? Plattenspieler. Nee, das tut sie nämlich dann nicht. Dann liegt sie in der mittleren Kiste. Miau.
Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Video ein, weil das heißt Let's Play Minecraft with the Beast bei Anonymous und bei Kaffeebecher LP. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ganz genau.